Oh, was? Ja, das Intro-Video ist natürlich gerade vorbei und wir schlafen erstmal gemütlich, so wie es aussieht. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt. Kaer Morhen, Festung der Hexer. Ah, erstmal ein schönes Bad nehmen. Ah, ganz gemütlich. Sehr schön. Yeeks, was ist das denn? Da kriegt man ja Krabben von. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Vielleicht ist das ja eine Putzerkrabbe, die dir hilft beim Reinigen. Oder sie löst sich einfach auf. Kann auch sein. Ah, und das ist deine Begleitung, ja? Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Was für Narben, ey. Ob der Mann schwer einen Autounfall hatte? Na dann, bis später. Bis später. Bis später. Jetzt guck doch nicht so. Oh, der hat sie aber schnell angezogen. Möchtest du dir vielleicht auch was überwerfen? Einen Wams oder so? Nur für den Fall, dass der kalt ist. Ich meine ja nur. Ah ja. Halsband nicht vergessen. Mit Telefonnummer drauf. Falls sie mal verloren geht, dass jemand sie findet und anrufen kann. Neue Quest, Kaer Morhen. Willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe das Tutorial mal eingeschaltet. Es kann nicht schaden, sich nochmal anzugucken, wie man das Ganze steuert. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Moment, wir sind doch im Schlafzimmer. Haben wir uns hier eingeschlossen? Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der oben rechten Ecke zeigt, wo der nächste Mini geparkt ist. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Na gut, Hexersinne aktiviert. Halte gedrückt, um deinen Hexersinn einzuziehen. Ja, mache ich, ja. Suche nach auffälligen Objekten. Es leuchtet rot, das ist ja wohl auffällig. Das sind Klamotten. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Schön. Kann ich noch mit dir reden? Jennifer, weißt du, altes Ciri Haus. Macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Und wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? Nein, du hast ja recht. Ich sollte nach Ciri sehen, ja. Ja, ich sehe besser nach Ciri. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Noch von hübscher? Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Ach, du alter Charmeur. So, ich muss immer noch den Schlüssel finden. Sie versteckt ihn anscheinend nicht. Sie hat auch keine Taschen. Ja, was haben wir hier denn noch so? Ich kann die Kerzen ausmachen. Ja, warum nicht? Sowieso ein bisschen hell hier drin. Ist ja schon fast Mittag. Obwohl die Fenster lassen nicht allzu viel rein. So, wo ist denn jetzt dieser doofe Schlüssel? Das liegt darum.
Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Klar, Flieder und Stachelbeeren. Auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Was? Ich bin ein moderner Mann, ich brauche auch Pflegemittel. Was haben wir hier? Möchtest du es nicht untersuchen? Was, Du hast keinen Saft mehr. Oh nein. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Also kein Saft mehr ist wahrscheinlich das schlimmste Schicksal, das ein Mensch ereilen kann. Was haben wir da noch? Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Okay, wenn du das sagst. Oh, wir können noch raus auf den Balkon. Da muss ich gleich mal einen Blick rauswerfen. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Alter, du sagst es, mein Freund. Scheiße ist das. Alter, was eine Aussicht. Guck mal, da oben die Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Da unten das Tal, da wabert der Nebel so ein bisschen durch. Ja, das sieht ja herrlich aus. Hier könnte ich einziehen. Guck, hier stehen sogar noch Reste vom Abendbrot rum. Boah, cool. Achso, ich muss ja immer noch den Schlüssel finden. Richtig, richtig. Ich soll mich nicht dauernd von irgendwelchen Sachen ablenken lassen. Oh, sieht aus wie ein Schlüssel, der da liegt, wa? Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Ha, das ist ja einfach. Wenn mal jede Tür so einfach aufgehen würde. Einfach E drücken. Begib dich auf die untere Etage. Na, 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 na. Nanu? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Der hält ein kleines Nickerchen. Der ist doch schon alt. Guck mal. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Algule. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gerade auf die Bücher gelatscht? Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Mhm. Guck doch selber. Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast Deine du gesagt. Mutter braucht eine harte Aber du Hand. Hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Alles Roger. Falsch. Darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Ganz schön akrobatisch. Nicht übel. Schwert verloren. Das gibt eine 6. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Das will ich doch wohl hoffen. Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja, der erschießt sich sonst. Das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist.
Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel mit Schnecken essen. Mit Salz. Genau. Eine Schüssel Nacktschnecken. Also benimm dich lieber. Buh. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Boah, warum nicht? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Oben sah es mir nach Elfenbadehaus aus, muss ich sagen. Wenn du fällst, vielleicht. Ja, toll, muss ich extra warten, bis sie die Leiter mal frei macht. Dann ist ja kein Wunder, dass sie gewinnt. So. Hochklettern mit Leertaste, das kriegen wir noch hin. Jetzt beeil dich mal, da Kind. Huch. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Siri, lass den Quatsch. Verarscht die mich auch noch? Oh, und ich breche mir die Knöchel, weil ich zu doof bin, die Leiter zu nehmen. Knöchel brechen. Ach, da runter. Sag doch was. Jetzt macht die doofe Leiter frei. Sonst breche ich mir wieder was. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Ich musste erstmal wieder hoch. Fällt er da erstmal runter. Ach Moment, ich steuere ihn ja. Ich bin da erstmal runtergefallen, weil ich ein Trottel bin. So, nun lauf. Oh, schon wieder blockiert die Leiter. Na, 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 na. Ja, ja, ich habe dich gewinnen lassen, weil du ein Kind bist. So. Doofes Kind. Oh nein. Wesemir hat diesen Blick. Ja, ja. Der hat wieder diesen Blick drauf, weil du ungezogen warst. Bist du selber schuld, wa? Er schärft schon sein Schwert. Jetzt geht's ans Ausweiden. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Aalghulen unterscheiden. Die Aalghule haben Aale. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hört, hört. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Das ist schon, die hat's schon drauf. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Aber Wesemir ist doch nicht dein Gegner. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Ciri und die Attrappe. Was für ein Team. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Wie wär's mit Grundlagen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Hallo Schwert. Komm zu Papa. Zieh das Schwert, Geralt. Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben aus Aalen herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Das wird kurz und schmerzhaft. Drücke 1, um ein Stahlschwert zu ziehen.
Drücke Z, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. So ungefähr. 1, 2, 3. Starke Angriffe. Und gleich steige ich in der Mitte durch. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Warte, bis Wesi mir angreift. Daneben. Indem du dich abrollst. Okay. Hui. Komm schon. Hui! Ich glaube, Ciri ist eine größere Herausforderung. So ungefähr. Okay, und somit pariere ich deine Schläge. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Gegen eine dumme Attrappe kämpft sie. Drücke unmittelbar vor dem Angriff eines Gegners, um einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Das kannst du jetzt nicht tun. Konter! Schlag gegen Schlag! Vielleicht zieht ein Sturm auf. Na, komm schon, komm schon. Haha, voll in die Eier getreten. Wer will noch mal? Du willst mich schlagen? Komm schon. Komm schon, komm her. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Okay. Fangen wir mit Quen an. Quen. Das Zeichen Quen aktivieren. Ah, ein Schutzschild. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu. Dann siehst du gleich warum. Puff! Das Quen-Zeichen schützt dich vor Schaben und bestimmten kritischen Effekten. Diese Schaben aber auch immer. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay, Igni. Komm schon! Ah, jetzt hat er so ein Schild gedingst und jetzt. Siehst du? Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Das Igni-Zeichen bewirkt Feuerschaden und wirkt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Verbrennen auf den Gegner. Geralt. Geil. Na los! Verdammt! Au! Art wagt telekinetische Druckwelle. Wer will nochmal? Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Huch, jetzt habe ich ihn gleich getroffen. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Axi, Gedankenbeeinflussung. Oh. Wenn der Axi und dein Gegner vorbeginnt zu verwirren. Da ist er voll verwirrt und hat weißen Nebel im Kopf. Irden. Jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Zeichen Irden, magische Falle. Siehst du das, Ciri? Au! Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Ah, er ist verlangsamt. Okay. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Bombe. Trainingsbombe. Wird von Hexern beim Training verwendet. Tritt zurück und wirf, indem du drückst. Bam! Hier bin ich an der Stelle, die auf der Mini-Karte markiert wurde. Hier ist so Mini. Ah, halte gedrückt und ziele auf einen der markierten Trainingspfosten. Auf einen der Vollpfosten. Bam! Freistil-Training. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du das Schwert mit Zö wegsteckst. Gut. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Au, hast du ein Rad ab? Ich habe das Schwert weggesteckt. Da motzt er mir noch voll eine rein. Oh, hey. Was, ha? Hol den Helm zurück. Oh, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Das darf sie, aber warum seid ihr jetzt gerade leiser als noch eine Sekunde zuvor? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Richtig so. Hä? Hä? Oh Schreck, da ist ein Mensch unter und es schneit.
Oh, hallo? Hätte ich gewusst, dass ihr kommt, hätte ich ja Kuchen und Punsch vorbereitet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein. What? Ah, es war alles nur ein Traum. Und der wurde von diesen Krähen ausgelöst. Verfluchte Krähen. Los, heb drohend die Hand, Geralt. Du musst drohend die Hand heben. Mit den Krähen drohen. Der tut gar nicht, was man ihm sagt. Temerienstraße nach Vysima, Mile 1272. Lang, lang ist's her. Alles klar? Naja, geht so. Mhm. Ein Albtraum. Labtraum. Was für einer? Ja, so ein Dings hier. Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich kann es ihm erzählen, er ist ja mein Buddy. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ich weiß, das ist es nicht. Du hast ihre Spuren gesehen. Sie reitet pausenlos im gestreckten Galopp mit halsbrecherischem Tempo durch die Wildnis, über verwüstete Schlachtfelder. Hat es eilig, irgendwo hinzukommen oder vor irgendwas zu fliehen. Es sieht so oder so nach Ärger aus. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in Schwierigkeiten wäre. Für Ärger hatte sie schon immer einen Riecher. Hofintrigen hier, Magier, Verschwörungen dort. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Hab mir wohl eingebildet, dass alles ruhiger wird, wenn wir endlich wieder zusammen sind. Jedenfalls für eine Weile. Ruhig? Mit Yennefer? Viel Glück. Ich kenne Yennefer ja nicht, aber nach dem, was die erzählen, scheint die ein bisschen schwierig zu sein. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Hm. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Natürlich nicht. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Wer hat was von Geistern gesagt? Wo sind Geister? Hier sind doch keine Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Es dämmert nicht bald, es dämmert jetzt. Guck dich mal um. Oh, was hängt da am Baum? Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Was? 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 Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. An ein... Was? Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück mit einem zum Einhorn? Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Zwei, drei das Tage. Das arme Einhorn. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Nanu? Warte, hörst du das? Nein. Ich höre und rieche es.
Ghoul-Geruch. Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du sie mit dem Silberschwert, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Okay. Na, ihr Dude. Wesemir, das würde ich mir aber nicht gefallen lassen von Geralt. Ich meine, der gute Wesemir, der ist ein bisschen alt und so, weil so hässlich ist er jetzt auch nicht. So, einmal aufschneiden. Adrenalinpunkte, wenn du Gegner angreifst und wirfst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden im Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. So hardcore bin ich ja aber nicht, muss ich ehrlich zugeben. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und wieder Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Drücke X, um dein Pferd, damit dein Pferd zu dir kommt. Eins nach dem anderen jetzt mal. So, erstmal stecken wir das Schwertchen weg. So, und dann gucken wir mal hier, da können wir noch aus dem Giftextrakt und Ghoulblut. Gutes, leckeres Ghoulblut. Was haben wir hier noch? Irgendein Speichel oder so. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe viel zu schnell. Ghoulblut. Ich wollte noch sehen, was hier am Dings steht. Ich komme gleich. Wir haben es ja nicht eilig, oder? Achtung! Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Saar Gwynlewe. Okay, ich verstehe. Und hier sind Pflanzen. Ich nehme natürlich gerne noch Pflanzen mit. Ich ahne ja, dass man Pflanzen braucht. Ich bin ja ein fleißiger Pflanzensammler, wenn es um Spiele dieser Art geht. Oh, Alter, wie schön ist das denn? Näher ich deinem Fehlen drücke, eben aufzusitzen. Ja, aber guck dir mal den Sonnenaufgang hier an. Wow, sieht geil aus.